Die Nürnberg-Messe blickt auf das Geschäftsjahr 2018. Herr Dr. Fleck, Herr Ottmann, auch das Geschäftsjahr 2019 läuft sehr gut. Da hat man ja manchmal das Gefühl, wie lange geht das eigentlich noch so weiter? Wie lange geht das gut? Wie erklären Sie sich das, was da läuft? Ja, wir sind tatsächlich aus 2018 herausgekommen mit dem erfolgreichsten Geschäftsjahr unserer Unternehmensgeschichte. Wir haben erneut bewiesen, dass unsere passgenauen Messen sozusagen exakt formatiert für die jeweilige Branche, für die jeweilige Technologie am Markt auf sehr, sehr große Resonanz stoßen und haben tatsächlich mit über 300 Millionen Euro Umsatz und rund 28 Millionen Gewinn nach Steuern das stärkste, mit Abstand stärkste Ergebnis unserer Firmengeschichte absolviert. Herr Ottmann, nun muss man sich fragen, was ist eigentlich das Geheimnis Ihres Erfolgs? Extrem erfolgreiche Konzepte, unglaublich motivierte Köpfe und in der Kombination eine gute Kontinuität. Also was differenziert eine Messegesellschaft von einer anderen? Was differenziert auch eine Messegesellschaft in einer digitalen Welt? Die Frage haben wir uns sehr intensiv gestellt und haben für uns drei Antworten. Unser Ziel ist es, Menschen zu vernetzen, Erlebnisse zu gestalten und Wissen zu managen. Und das ist unser Differenzierungsmerkmal in einem sehr hart umkämpften Messemarkt. Und damit sind wir ausgesprochen erfolgreich. Dr. Fleck, 2018 war ja ein Jahr mit starkem Blick auf Indien. Ja, wir haben im letzten Jahr, ich erinnere mich sehr, sehr gerne dran, tatsächlich in Indien bereits unser fünfjähriges Jubiläum gefeiert. Wir sind aus dem Stand heraus zu einem starken Messeanbieter in Indien geworden und haben uns letztes Jahr nochmals mit dem Zukauf der Holzbearbeitungsmessen, der Wood-Messen in Indien deutlich verstärkt in unserem Portfolio. Wir sind im Moment gerade dabei, gar nicht so weit weg innerhalb Europas, innerhalb der Europäischen Union einen zusätzlichen Markt zu erschließen. Mhm. Wir werden, können Sie da schon was sagen? Erste deutsche Messegesellschaft nach Griechenland gehen. Aha. Und damit unser Portfolio an Tochtergesellschaften international deutlich stärken werden. Wir bewegen uns in diesem Wettbewerbsumfeld ausgesprochen erfolgreich und wir sind 2018 eine der 10, 12 größten Messegesellschaften der Welt. Herr Dr. Fleck, wenn man diesen Zukunftsbegriff jetzt auf das Jahr 2019 abstimmt, was heißt das für das Jahr? Das heißt, dass wir 2019 erfolgreich fortsetzen und dass wir auch in diesem Jahr wieder neue Veranstaltungen in den Markt bringen. Ja, wir hatten jetzt in diesem Jahr im Mai die MedTech Live hier in Nürnberg als neue Medizintechnikveranstaltung, die aus dem Stand zur Nummer 2 in Mitteleuropa sich entwickelt hat. Wir werden im Herbst ein völlig neues Thema adressieren, beim Thema rund um das Segment E-Sports mit der Kicker Convention, die wir hier starten werden. Und das sind nur zwei Beispiele dafür, dass wir unser Portfolio auch systematisch weiterentwickeln, modernisieren und mit zukunftsorientierten Themen ergänzen. Herr Dr. Fleck, Herr Ottmann, danke für das Gespräch. Herzlich gern. Vielen Dank. Danke.